Hallo und herzlich willkommen bei foto.olebeam.de, dem Fotoblog aus Leipzig. Heute geht es um ein Foto, welches am Ende ja mehr oder weniger verunglückt ist. Es geht um dieses Foto, ein Foto von meinem Lieblingsmodel, der Farina. Farina kam auf mich zu und benötigte für die Vorstellung bei einer Modelagentur ja, sogenannte Polaroids. Polaroids sind Fotos, mit denen sich ein Model bei einer Modelagentur bewirbt, damit diese Agentur dann am Ende, ja, sagen wir mal, das Rohmaterial des Models sichten kann. Und dazu sind ganz einfache Fotos nötig, die nicht besonders ausgeleuchtet werden müssen, auf denen das Model relativ wenig geschminkt ist und ja, sozusagen, wenn man so sagen darf, eben das Rohmaterial von der Modelagentur gesichtet werden kann. Dieses Foto haben wir natürlich nicht weitergegeben. Das funktioniert nicht, weil da fehlt mehr oder weniger die Hälfte des Gesichts. Nach dem Sichten aller Fotos bin ich bei diesem Foto hängen geblieben und mir gefiel dieses Foto doch gar nicht mal so schlecht. Wenn wir da mal ein bisschen näher rangehen, dann sehen wir nämlich, dass ihre linke Seite gar nicht mal komplett dunkel ist, sondern hier auch wieder Farbinformationen, weil eben im RAW-Format geschossen auch noch Farbinformationen vorhanden sind. Und dann habe ich mich mal dran gemacht, um mal zu schauen, was können wir aus diesem Foto eigentlich noch herausholen. Wie man hier sehr schön sehen kann, gibt es auch natürlich einige Hautunreinheiten. Schärfe ist auf dem Auge, das ist alles gut. Und da kann man sicherlich was draus machen. Das habe ich dann mal getan. Und wenn wir dann sehen, wie ist es überhaupt zu diesem Foto gekommen, dann schauen wir uns einfach mal das Lichtsetup an. Zwei Softboxen, rechts, links, relativ einfach. Und die liebe Technik hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht, nämlich die von hier aus gesehene rechte Lichtquelle hat nicht ausgelöst. Irgendwas war mit dem Funkauslöser, hat also nicht ausgelöst. Und im Zweifel hätte man dieses Foto dann eben auch vernichtet. Im ersten Bearbeitungsschritt kam die Retusche so ein bisschen zum Einsatz. Das sieht man dann auch hier. Ein bisschen mehr Schärfe auf die Augen gelegt. Die Hautunreinheiten dann etwas zurückgefahren. Das Ganze etwas kaschiert. Dann sieht das Ganze schon etwas besser aus. Was mir aber dabei noch nicht gefallen hat, war eben die Farbe. Ja, man kann es so nehmen. Da bin ich dann doch lieber in den Bereich Schwarz-Weiß gegangen. Und am Ende ist das Resultat. Also aus einem verunglückten Foto doch noch ein recht ordentliches Foto gemacht. Natürlich steht und gefällt diese Geschichte nicht nur mit dem Fotografen, sondern auch mit dem Model. Und da habe ich Glück mit Farina. Da haben wir natürlich dann ein sehr schönes Model, mit denen man selbst verunglückte Fotos am Ende noch retten kann. Ja, wenn es euch gefallen hat oder wenn es euch auch nicht gefallen hat, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Vergesst nicht, meinen Fotoblog zu abonnieren. Den findet ihr unter foto.olebeam.de. Und dann freue ich mich, wenn ihr auch in der Zukunft immer eine Handbreit Licht vor der Linse habt und das nächste Mal wieder einschaltet. Also bis dahin sage ich alles Gute und tschüss.